Zuschauer, willkommen im Orange Velodrom. Willkommen zu diesem Spiel. Und Sie sehen es ja, heute haben wir hier allerbeste äußere Bedingungen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Olympique Marseille gegen Dinamo Zagreb. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Wichtiges Tackling hier. Und da haben wir die Startformation von Olympique Marseille. Paul Lopez ist im Tor. Leonardo Balerdi spielt mit Chancel Mbemba in der Verteidigung. Jordan Vertu steht mit Jeffrey. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Jetzt kommt die Flanke. Können Sie was draus machen? Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. So, klasse Pass. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Jetzt Aubameyang. Klar, gibt Freistoß. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Und Aubameyang. Wichtig, er holt den Ball. Machen Sie gut, geduldiger Spielaufbau. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und damit ist das erste Tor dieser Partie hier gefallen. Da schauen wir. Es geht weiter. Rückstand also jetzt für Marseille. Samuel Gigot. Wäre zu. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Ball auf Aubameyang. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Kondogbia. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Aubameyang ist heute überhaupt nicht im Spiel. Kein guter Auftritt des Gabuners. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt könnte der Pass kommen. Gute Aktion, da kommt der Ball. Er passt auf. Leonardo Balerdi. Samuel Gigot. Veretout.
Vielleicht jetzt. Nicht drin. Gehalten. Den Zweikampf führt er sehr gut. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Mbemba. Kondogbia. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Zieht ab. Starke Parade. Jetzt wechseln sie hier aus. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Da ist der Schuss. Den Ball hält er gut. Und das gibt erneut Eckball. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Könnte gefährlich werden. Aubameyang hat den Ball. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Super, wie er sich durchsetzt. Das könnte es sein. Aubameyang macht das Tor. Wer denn eigentlich auch sonst, möchte man fast sagen. Das ist unerahmlich, wie er das hier macht. So, wir Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Bruno Petkovic. Super dieses Zuspiel. Jetzt können sie es machen. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Jetzt kann der Konter kommen. Und Aubameyang. Sie suchen die Lücke. Da rettet er ihnen das Unentschieden. Das war eine absolute Glanzparade. Es gibt einen Wechsel. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Marco Rock. Bruno Petkovic. Der späte Angriff, der späte Versuch, hier doch mehr rauszuholen als dieses Remis. Könnte die Führung werden. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger.